Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erfolg an der Börse, das ist das Ziel eines jeden Investors, der sich mit Aktien und ähnlichen Dingen beschäftigt. Und man muss genau hinsehen, denn die Nachrichtenlage in den Medien ist häufig sehr, sehr kritisch und negativ. Positive Dinge werden schlichtweg vernachlässigt. So zum Beispiel in der aktuellen Meldung von gestern, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland eben doch positiv im letzten Quartal war. Gemäß den Medien müssten wir ja 1 bis 2% Minus verzeichnen. Genauso verhält es sich mit dem Gaspreis, der aktuell ja schon fast wieder Vorkrisenniveau erreicht hat, aber die Medien darüber nicht berichten. Oder die Frachtraten für Container, auch diese haben sich wieder nahezu normalisiert und ihre verdreifachten Preise in den Krisen wieder fast vollständig abgebaut. Und so bleiben wir, die Glocker und Partner Vermögensverwaltung, auch weiterhin optimistisch, denn wir analysieren die Fakten und die sind durchaus nicht so negativ, wie uns die Börse bzw. die Medien treffender negativ berichten. Und es gibt bestimmte Erfolgsrezepte, auf die ich jetzt nun über 40 Jahre zurückschauen kann und die viele andere Vermögende mit mir teilen. Die Erfolgsrezepte der Profis ist ganz klar zum einen die Strategietreue, nicht wie das Fähnchen in der Wind alle 4 Wochen die Farbe wechseln. Und deswegen kann ich bei der Strategietreue heute auch die gute Qualität, die ich bereits vor der Krise investiert habe, auch halten. Da muss man einfach auch durch. Durchhaltevermögen gehört zur Strategietreue und die Mutigen, das sind diejenigen, die jetzt gerne kaufen, wenn die nervösen Händchen ihre Aktien abstoßen, ja, jetzt sehen und jetzt kaufen oder später in 1, 2, 3 Jahren eben die satte Ernte einfahren. Schauen wir uns einmal so einen Krisenverlauf im Regelfall an. Da ähneln sich viele Krisen und das ist jetzt die 19. Krise, die ich miterlebe an der Börse. 18 Krisen verlaufen nach einem ähnlichen Muster. Es gibt einen Abschwung. Hier sind die nervösen Händchen, die die Aktien verkaufen. Hilfe, Hilfe. Und dann irgendwann geht es wieder nach oben. Meistens dann, wenn das Licht am dunkelsten ist und jeder Angst hat, denn die Börse läuft 6 bis 12 Monate voraus. Wie ist der Verlauf des DAX? Den habe ich Ihnen hier jetzt in der blauen Linie mal dazugespielt und man sieht, dass es relative Ähnlichkeit gibt zu dem Regelkrisenverlauf. Fakt ist, dass wir jetzt schon sagen können, dass wir 60-70% bei normalen Verläufen schon eingepreist haben. Wobei die Zukunft natürlich keiner von uns kennt, keiner weiß, was in 4 Wochen passiert. Aber wir sehen, dass wir schon relativ viel eingepreist haben. Oder aber, wenn das Niveau eben nicht ganz gepasst hat, könnte es genauso gut sein, dass wir bereits an der Trendwende, an der Bodenbildung angekommen sind und die Märkte eigentlich kurz vor dem Durchstarten nach oben sind. Genau können wir es nicht fixieren, aber wir können sagen, okay, wo stehen wir momentan? Und wenn wir in manche Spitzenwerte reinschauen, nicht die spekulativen Aktien, sondern die qualitativ hochwertigen, entdecken wir 20 bis 40% Discount, Preisabschlag vom fairen Wert eines Unternehmens. Und das sind genau Zeiten Schnäppchenjäger. Hier können wir zukaufen. Langfristig erfolgreich, das schafft man, wenn man sich von der Angst trennt und von der Gier sich trennt. Das sind die schlechten Ratgeber. Die Medienberichterstattung muss man ausblenden, die ist viel zu negativ und freut sich ja, je mehr sie draufhauen kann, desto besser. Oft inhaltliche Fakten werden hier völlig verkehrt auch dargestellt. Sind es ja letztendlich auch Journalisten, die diese Nachrichten schreiben und keine ausgebildeten Volks- oder Betriebswirte oder gar Börsenanalysten. Und das machen auch wir, täglich sachliche Grundlagen eben auf den Tisch legen, die Firmen einfach bewerten, nicht was passiert denn im Radio oder im Fernsehen, sondern schauen wir tatsächlich auch die Firma an, in die wir investiert sind. Da kommen tagtäglich die Zahlen und es ist kaum zu glauben, wir werden fast täglich von positiven Zahlen überrascht, die selbst wir als Optimisten nicht erwartet haben. Das ist gut fürs Depot, lässt uns ruhig schlafen.
denn wir investieren eben nicht in Kellerleichen. Und was auch völlig untergeht, ich habe gerade heute früh noch das Ergebnis des Dow Jones im Oktober auf den Tisch bekommen. Er lag im Oktober mit 14% im Plus. Wer also vor einem Monat im September ausgestiegen ist und Angst hatte, dem fehlen bereits wieder 14% in der Wiederaufholung. Uns fehlen sie nicht, da wir investiert waren und sind auf gutem Weg. Wie kommen wir zur Qualität? Warum können wir ruhig schlafen? Ja, wir haben nur Qualitätsaktien, zurzeit circa 83 Stück, in die wir investiert sind und bewerten eben jedes einzelne Unternehmen. Für jedes Unternehmen stellen wir auch einen sogenannten Fair Value, also einen fairen Wert, dar, der sich aus vielen verschiedenen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ergibt und an dem man ableiten kann, was darf denn eine Aktie eigentlich kosten, was ist der gesunde Preis dieses Unternehmens. Und diesen Bewertung habe ich Ihnen hier am Beispiel mal von Microsoft mitgebracht, ein Unternehmen, in das wir investiert sind. Ja, auch ich bin Teileigentümer von Microsoft, wie viele unserer Mandanten auch. Und bei Microsoft gibt es eben einen Fair Value. Der Fair Value ist genau hier in der Mitte der Darstellung und die gezackelte Linie, die Sie hier erkennen, das ist der Kursverlauf, der an der Börse stattfindet. Und der Fair Value von Microsoft beträgt aktuell 300 US-Dollar nach unseren Berechnungen. Schaut man in die Kurstafel, dann stellen wir fest, ups, die Aktie ist aber zurzeit ganz schön zurückgekommen. Man spricht davon, sie ist unterbewertet unter dem Fair Value. Und ich kriege sie an der Börse gerade für 240 Dollar. Das ist für uns ein Schnäppchen, hier einzukaufen, um dann wieder Richtung 300 zum Fair Value zu marschieren. Das ist natürlich gut, wenn ich freie Liquidität habe. Wenn ich aber keine freie Liquidität habe, brauche ich nicht bange zu sein, denn der Kurs wird wieder bei Normalisierung zum Fair Value zurückkehren. Und damit habe ich auch in dieser Krise nur im Kurs vielleicht etwas mal Rückgänge gehabt, aber diese werden wieder aufgeholt. Von dem her prüfen wir genau jedes Unternehmen nach diesen Kennzahlen und können klar sagen, wir haben keine Investition, die auch nur ansatzweise von diesen Schwierigkeiten auf dieser Welt, die es natürlich auch gibt, substanziell betroffen wäre. Das zeigt sich eben an der guten Qualität. Und ich zitiere gerne in diesen Zeiten den Spruch von Warren Buffett: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Der zweite Satz ist der, der aktuell zum Tragen kommt. Dann kann man günstig einkaufen, kann auch ruhig schlafen, wenn die Qualität stimmt, so wie es Warren Buffett eben auch tut. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben klare Wertgrundsätze, auf die wir vertrauen. Das ist kein Zufallsergebnis, in was wir investiert sind, sondern wir haben hier einen klaren Plan. Und diesen Plan werden wir weiter verfolgen mit der Strategietreue eines familiengeführten Vermögensverwalters. Wir vertrauen auf unsere Wertgrundsätze, tun Sie es auch. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Glogger.